Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 263. Folge von Let's Play Ortsgezweiter und dem Bus-Simulator mit mir, auch mir, dann Risa. Wir sind zurück von der Themenwoche auf der Karte Bottrop in der Version 2.5. Diesmal fahren wir die letzte Schnellbus-Version, zwar den SB91. Er führt uns vom B-Rot-Zentrum zum Bottrop ZOB. Fahrzeug ungefähr zwischen 25 bis 30 Minuten. Unser Fahrzeug ist der Mercedes-Benz O530G Rheinbahn Euro 3 Void. Von in dem weißen Mippen wie in der letzten Folge auch. Erstmal der Stuttgart, wir fahren auch direkt los und wünschen euch viel Spaß bei der Fahrt und gute Unterhaltung. Nächste Haltestelle, Oberhausen, Hauptbahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeit zum Nah-, Regional- und Fernverkehr. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Schnellbuslinie 91. Sie führen vom Bürozentrum zum Bottrop ZOB. Mein Name ist Julian Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer. Und wenn es Sie sicher und vor allem sanft in das schöne Bottrop begleiten. Falls Sie welche Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Deswegen stehe ich noch als Busfahrer auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Ah, die Lautinger E ist aber auch ganz normal. Kennt man ja. Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, euch da draußen geht's allen gut. Mir geht's auch gut, kann mich nicht beklagen. Und ich möchte mich bei euch allen für euren ganz kostenlosen und krassen Support bedanken. In der letzten Zeit. Dank eurer Hilfe sind wir jetzt bei 180 Abonnenten und bei rund 57.800 Aufrufe. Also wenn ich das Video hochgeladen habe, haben wir bestimmt schon die über 58.000 oder noch mehr Aufrufe geschafft. Das ist echt der Wahnsinn. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Kuss und Ehre geht an euch alle raus, die es gemacht haben und es ermöglicht haben, mich damit kostenlos zu unterstützen. Das bedeutet, entweder mache ich morgen am Samstag oder am Sonntag wieder einen neuen Livestream. Ihr dürft gerne fleißig, wie immer, mitentscheiden, was ihr gerne in dem Livestream gerne sehen möchtet. Einfach gerne unter dieses Video dann in die Kommentare schreiben. Und da spielen mit den meisten Stimmen von euch. Wird dann auch entweder am Samstag oder am Sonntag gezeigt. Meine gewohnte Zeit ist wie immer um 15 Uhr die Livestreams zu machen.
Eigentlich wollte ich heute Morgen noch die neue Linie 100 zeigen, auch im The Bus. Aber leider spielt mir das Spiel, dauert also natürlich noch eine große Fehlermeldung, keine Ahnung warum, ich weiß, es ist das Spiel ist in der Early Access, also Bugs im Spielabstürze können immer auftreten. Ein Erwachsener, hallo. Bitte. Ein Erwachsener, hallo. Kommst du rein, es ist genug Platz für alle da. Nächste Haltestelle, Feuerwache. Zum Arbeitsamt bitte hier aussteigen. Instagram-Accounts sind wir kurz vor den 50 Followern. Was auch echt krass bei mir ist, so viel habe ich noch nie vorher gehabt. Da könnt ihr mir auch sehr gerne folgen oder auch mir gerne auch Fragen stellen. Da könnt ihr mich gerne darüber auch anschreiben. So private Fragen, darauf werde ich nicht antworten. Nächste Haltestelle, Lipperfeld. Nächste Haltestelle, Neue Mitte Oberhausen. Zum Zentrum bitte hier aussteigen.
Nächste Haltestelle, Olga-Park. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn in Richtung Sterkrade Bahnhof. Also der grüne Pfeil. So, als nächstes fahren wir dann fünf Nachtbuslinien dran. Nächste Haltestelle, Wittekindstraße. Und danach noch der Zeichenbus. Also noch 6 Linien müssten wir hier auf dieser Karte fahren. Und dann haben wir die komplette Karte abgefahren. Dann ist diese Themenwoche aufgeendet. Nächste Haltestelle, Oberhausen, Osterfeld Süd Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr nach Bottrop, Dorsten und Oberhausen Hauptbahnhof. Bitte achten Sie auch auf die örtlichen Anzeigen am Bahnhof.
hoffe, ihr habt gestern auch einen schönen Vatertag gehabt. Heute ist ja für manche auch Brückentag. Nächste Haltestelle, Kickenbergstraße. Also langes Wochenende. Nächste Haltestelle, Revierpark von der Ort. Morgen. Morgen. Das normale Stück Papier. Sofort. Das normale Stück Papier. Okay. Bitte schön. Das normale Stück Papier, bitte. Nächste Haltestelle, Knappschaftskrankenhaus. Da will ich schon was meinen.
Da freue ich mich schon drauf, wenn wir da die Themenwoche machen. Mit den komischen, geilen Fragen, das stimmt. Wo selbst gemacht worden sind. Ne? Hallo! Hallo! Nächste Haltestelle, Heidenheck. Haltestelle Nahtradstraße. Da warten wir gerade. Nächste Haltestelle Bottrop Pferdemarkt. Nächste Haltestelle, Bottrop, zentraler Omnibusbahnhof Berliner Platz. Diese Linie endet hier. Umsteigemöglichkeiten zu den übrigen Linien Richtung Kirchhellen, Dorsten, Bottrop, Hauptbahnhof, Oberhausen, Gelsenkirchen und Essen. Also meine Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein, fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne wie immer ein kostenloses Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und schreibt mir immer gerne eure Wünsche oder Fragen gerne in die Kommentare. Und ja, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Thank you.
Folge wieder. Dann fahren wir die erste Nachtbuslinie. Dürft ihr euch darauf, könnt ihr euch mal richtig drauf freuen. Das war unser Bus, unser Mercedes-Benz O530G, Rheinbahn Euro 3, Reut. Also macht's gut und tschüss! Und schaut auch gerne auf Instagram und auf meinem Community Discord-Server vorbei. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Kanalinfo.